Hallo zusammen, heute geht es darum, um Solarregler. Nur für Solarregler brauche ich ja auch Solarpanel. Das ist zum Beispiel ein 100 Watt Solarpanel. Und ich habe hier nochmals ein 100 Watt Solarpanel. Und die legen wir hier mal nebeneinander und wir schauen das Ganze von hinten her an. Und wir haben ja in der Regel hier plus rote Leitung, minus das schwarze Leitung und hier drüben das gleiche in grün. Jetzt gibt es verschiedene Regler. Es gibt zum Beispiel hier solche PWM-Regler. Sowas, ein bisschen eine robustere Ausführung. Der liegt preislich bei 40 Schweizer Franken. Oder die günstige Ausführung, bei 20 Franken. Und hier, wenn ich zwei solche Panels anschließen will, beim PWM-Regler, dann muss ich noch solch einen Splitter haben. Dann nehme ich dann die Minusleitung, die drücke ich hier drauf. Die andere Minusleitung auch hier drauf. Beim Plus dasselbe. Und dann nehme ich die Minusleitung, das ist jetzt ein 5 Meter Kabel. Das drücke ich hier auch drauf. Und dann gehe ich bei diesem Regler zu den Solarzellen Minus. Also hier rein, Minus, Klemme passt ein bisschen, nicht, die Schraube ist zu. Und mit der Plusleitung mache ich dasselbe. Diese Regler, diese PWM-Regler, wir haben eine Batterie, die hat zwischen 13 Volt. Diese machen nichts, die schalten nur ab bei 14,2 Volt. Also das heißt, sobald die Spannung der Batterie bei 14,2 Volt ist, takten die Leistung weg und schalten ab. Diese Panels hier, die haben eine ideale Leistung bei 18 Volt. Das heißt, bei 18 Volt haben die optimalen Wirkungsgrad, aber bei diesen PWM-Regeln wird die Leistung runtergedrosselt oder angeglichen auf die Batteriespannung. Und durch das arbeiten die Zellen nicht ganz optimal. Es gibt dann die Möglichkeit unseres Reglers, das ist ein ganz einfacher MPPT-Regler, Maximum Powerpoint Tracking-Regler. Wir haben hier auch wieder Plus und Minus die Batterie. Also wir gehen mit dem Kabel, eine einfache Vago-Klemme hier rein und die Plusleitung, die schließen wir dann auch so an. Aber wir nehmen diesen Splitter weg und wir fahren vom Plus über das Kabel auf die Minusleitung von diesem Panel. Und mit der Plusleitung auf die Minusleitung von diesem Panel. Und dann mit der Plusleitung von hier auf diese Leitung. So haben wir hier eine Verbindung. Minus geht auf das eine Panel. Und dann hier werden die Panels verbunden und wir gehen hier hin. Was macht das für einen Sinn? Und logischerweise hier wieder auf diesen Regler. Und den Regler, da ist die Sicherung mit dabei, direkt auf die Batterie. Bei Lithium-Batterien haben wir heute Standard Schraubanschlüsse. Hier brauche ich dann noch ein Kabel dazu, vom Regler wieder auf die Batterie. Was macht das für einen Sinn? Diese Panels haben etwa 18 Volt Superleistung.
Das heißt, wenn ich die in Serie schalte, habe ich den gleichen Strom, aber die doppelte Spannung. Also 36 Volt. Und dieser Regler, Maximum Power Point Tracking, der sucht den optimalen Punkt, wo diese Zellen arbeiten. Also eben 36 Volt, kann aber ein bisschen variieren, je nach Abschattung, Beleuchtung und so weiter, und holt das Optimale aus diesen Zellen raus. Das kann bis zu 30% vom Ertrag ausmachen. Also das heißt, wir müssten bei dem Regler, bei den zwei, etwa 30% mehr Solarzellenfläche haben. Ganz wichtig ist es, bei diesem System, wenn Nebel liegt oder in der Abenddämmerung, Morgendämmerung, dann bringen diese Zellen vielleicht noch 10 Volt. Bei diesem Regler kann die Batterie bei 10 Volt nicht mehr geladen werden. Diese Zellen 10 Volt in Serie geschaltet, also hintereinander, gibt 20 Volt. Und bei 20 Volt ist zwar nicht optimal, aber wir haben trotzdem bei schlechtem Wetter, bei nebligem Wetter im Herbst, beim Sonnenuntergang immer noch eine Leistung, die den Regler ausnützt und so den größeren Ertrag erbringt. Jetzt ist es so, dieser Regler kostet 20 Franken, 40 Franken und dieser Regler kostet 80 Franken. Da ist aber mit dabei das Kabel. Bei diesem Regler hier brauche ich noch das Kabel dazu, ist nicht dabei, kostet auch noch mal 22, sind wir bei 60 Franken. Und so ein Splitter, also ich brauche eigentlich dann zwei Stück, die kosten auch noch 24. Also das heißt, diese Regler, diese zwei Regler, bei dem Regler, der kostet dann sogar mehr mit dem Kabel und dem Splitter als dieser MPPT-Regler, der 30% oder bis zu 30% mehr aus den Solarzellen rausholt. Jetzt sagt jeder, ja gut, hier habe ich eine Anzeige. Diese Anzeige zeigt mir an, was hier reinkommt. Okay, dieser zeigt nichts an, ist ein simpel, einfacher, wasserdichter Regler. Aber wenn ich so eine Lithiumbatterie habe, hier habe ich heute meistens ja ein Bluetooth drauf. Das heißt, ich kann auf dem Handy schauen, was reinkommt. Das interessiert euch am Anfang. Da guckt ihr alle 5 Minuten auf den Regler. Was bringt der? Könnt ihr aufs Handy vornehmen. Und irgendwann interessiert euch das nicht mehr. Hauptsache, die Batterie wird geladen. Und das ist mit dem MPPT-Regler wesentlich wirkungsvoller als mit einem PWM-Regler. Und eben, wie preislich angeschaut, wir sind bei einer Anlage von 300 Watt, hier 200 Watt. Wir könnten auch das große Panel verwenden. Hier haben wir 130 Watt Leistung. Zweimal gibt dann 260 Watt Leistung. Dann sind wir auf dem Niveau von solch einem Regler und der macht auch nur die 240 Watt Leistung. Bei dem Regler sind zwar angeschrieben 30 Watt, aber schon bei diesen Anschlüssen, 30 Ampere, aber hier über diesen 30 Ampere durchzulassen, ist schon nicht lebensmüde, aber nicht ganz das Ideal. Ja, das ist der Unterschied zwischen Standard-PWM-Regler und einem MPPT-Regler. Ich verlinke euch hier ein Video über die Batterie und wünsche euch einen schönen Tag.